moin zur nächsten Folge Gothic 2. Wir sind im nächsten Surfercamp angekommen. Wir hatten jetzt ja schon alle tatsächlich entdeckt. Der eine ist ja, der letzte ist ja auch geflohen. Den haben wir schon gefunden auf dem Weg hierher. Jetzt sind wir in dem nördlichen Surfercamp, wo die Markierung auf der Karte war. Sprich, wir finden uns jetzt endlich dort, wo das eigentliche Camp sich befunden hat. Ja, wie gesagt, aufgrund der Flucht des einen Paladins Markos heißt er, befand sich das dann etwas weiter südlich. Wir gucken uns das jetzt einmal zusammen nochmal an, was hier so alles zu finden ist, und werden dann uns auf dem Weg zurück in die Burg machen einmal, dann zu Diego und Bilgot und dann mit den beiden aus Minental fliehen. Dann, doch genau, das passt ja. So werden wir es machen. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, links. Eine Innos-Statue. Oh, ist das schön. Skelett erschaffen, jetzt haben wir endlich eine solche Spruchrolle. Wir hatten uns das ja beim letzten Mal schon erhofft. Aber da war das ja irgendwie leider nicht mehr im Inventar. Etwas schade. So, ein bisschen Erz. Hier ist auch noch ein bisschen Erz. Alter, ist sogar, also Eisenerz. Und da ist ja auch noch Erz. Also magisches Erz ist da auch noch zu kriegen, oder was? Und immer diese schönen Smaragdsplitter und alles. Traumhaft. Wer ist er hier? Er ist, ach, Grimes, genau. Ich erinnere mich. Hey, du? Ja, wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden? Niemand. So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Im Gegensatz zu deiner Frau. Ah, der bist du nicht treu geblieben. Kannst du mir was beibringen? Lernen Bergbaumeister. Wir haben halt keine Lernpunkte, ne, aber... Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markos hat beschlossen, da ist die Info, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Aber das ist so heftig, man weiß überhaupt nicht, wo er sein soll. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals. Müssen wir ihm recht geben? Als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Ja, und niemand mag alte Geschichten. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Wir werden immer mutiger jetzt, muss ich zugeben. Alles abgebaut. Schade. Man kann ihn nicht beunruhigen, ne? Hey, er du. Sagt halt, er ist Kumpel. Lass mich in Frieden, Mann. Die haben alle Schiss. Kann man das Ding da oben abbauen? Nee, schade. Ja, dann sprechen wir jetzt noch einmal mit dem Paladin, der hier noch stand. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, fuck. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das war's mit dir. Einmal spawn hier Snapper. What the fuck? Können wir von denen irgendwelche Informationen kriegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hey, du. Innos ist meine Ehre. Ja, schön für dich. Komm her, du Mistvieh. Ach, das sind zwei. So, das war's mit Die dir, Erfahrungspunkte wirst du mir nicht wegnehmen, du Arsch. Was sind da vorne? Sind Wölfe oder sind das Orks? Nee, Wölfe. Einfach mal Wölfe mit Orks verwechseln. Kann mal passieren. Oh, hier ist es aber auch dunkel, mein Gott. Bevor wir jetzt aber weiter hier draußen rumstreifen, möchte ich noch einmal ganz kurz die Innos-Statue nutzen und in ein Gebet versinken. Innos, gewähre mir die Kraft deines Segens. Genau, mach das mal. Nimm mein Gold als Opfer an. Wir sind mal so spendabel. Erlösung für 1000 Gold erbeten, Schwierigkeitsgrad wählen. Okay. Machen wir vielleicht auch nochmal irgendwann. Stärke plus 1! Innos, du bist so ein spendabler Gott. Ich liebe dich.
dafür werde ich auch nochmal die Verwandlungsbruchrollen für den Clown, die dir hier hinter versteckt wurden. Ja, damit haben wir alles. Ja, wie gesagt, müssen wir uns gleich nochmal in die Burg teleportieren. Achso, ich muss nochmal auf die Uhr gucken, das darf ich nicht vergessen. Wir sind ungefähr jetzt so 6-7 Minuten dabei, glaube ich. Machen wir mal bis... Ja, passt. Bis 40. Genau, machen wir mal... Gucken wir nochmal ganz kurz, was hier so abgeht. Und dann zurück in die Burg. Aufgaben abgeben, so ein bisschen rumquatschen. Und dann kommt diese, wie gesagt, diese Diego-Geschichte, die ich schon angeteasert hatte. Boah, es wird so schön hell hier auf einmal. Traumhaft. Und das liegt nicht an der Tageszeit. Was ist denn das? Gehen wir da vielleicht... Ach, da gehen wir, glaube ich, auch mit Diego noch lang, ne? Warum soll ich mich denn hier noch aufhalten? Das ist eigentlich Quatsch, hier rumzulaufen, denn... Diese komischen Angriffe immer. Bei diesen Angriffen bin ich immer wieder überfordert. Die machen halt irgendwie... Bringen sie mich immer komplett aus dem Takt. Was machen denn da drei Snapper in so einer Höhle? Na kommt, ich habe keine Angst vor euch. Alter, er erwischt mich auch immer. Jedes Mal erwischt er mich. Das ist doch nicht normal. Was ist hier? Hier ist gar nichts, oder was? Nichts? Das kann nicht sein. Hier ist doch nicht nichts. Oh, das ist doch wohl nicht normal. Geh mal vorbei. Geh doch vorbei. Geh mal vorbei. Was ist da unten? Warte mal, ist da ein Ork? Da sind Orks! Okay. Mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Wir gehen direkt zur Burg zu... Wir teleportieren uns direkt zur Burg zurück. Mit der richtigen Rüstung natürlich. Damit wir nicht wieder Ärger kriegen von irgendjemandem. Mit der schönen Milizrüstung. So, Ork, wir kommen. Puh. Ist immer wieder angenehm, hier denn zurück zu sein, muss ich zugeben. Irgendwie schon. Ist zwar irgendwie auch gar nicht so gefährlich für uns in diesem Teil. Wir fühlen uns da relativ sicher. Aber es ist auch irgendwie ganz schön, hier in Sicherheit. Also hier irgendwie in hundertprozentiger Sicherheit zurück zu sein. So, erstmal schlafen. Freies Bett. Finde ich cool, dass die Modder das hier platziert haben, weil das echt ein bisschen nervig war zwischenzeitlich. 3.55 Uhr. Wir schlafen tatsächlich mal dann die 6 Stunden. Dann ist auch im Stream mal wieder ein bisschen, im Video wieder ein bisschen mehr zu sehen. Ist doch traumhaft. So, als erstes wollen wir den... Ja doch, wir machen das, was ich vorhatte auch. Den guten, ich glaube, ihn hier, Uda, müssen wir den Ring übergeben von dem einen Paladin von dem ersten Lager. Der hat uns doch, nicht der Paladin, der Kundschafter, der hatte gesagt, wir sollen ihm doch diesen Ring geben. Ich bringe dir Tengrons Ring. Tengron? Er soll ihn schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Das hoffen wir alle, ja. Bevor ich dich jetzt ausraube, muss ich aber kurz speichern. Hey, du. So, gib her deinen Scheiß. Ich bin so gut im Ich bin so geschickt. Ich kann jeden beklauen hier. Jeden. Ich kann auch Zengrad beklauen. Ne? Und ich kann auch dich beklauen. Oder dich hier beklaue ich, Tandor. Du kannst nämlich auch nichts. Alter, dass das tatsächlich funktioniert. Ich find's gerade krass. Ich tu nur so. Kerolord, dich beklaue ich auch. Ja, das ist mal ein bisschen Gold und ein bisschen Erfahrung. Ist doch cool. Palav, hier, gib her. Hey. Doba. Bitte.
Nee, das wollen wir nicht hören. Die Truhe klauen wir noch. Geht nicht, haben wir schon. Wir waren schon überall. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ja, dann geht's wohl nur noch zu Garond. Nehme ich an. Da müssen wir einmal über die Schürfstellen sprechen. Und wir müssen auch... Haben wir ja schon beklaut? Hey. Nee, haben wir, er hat nichts. Und wir müssen auch Gorn befreien. Und haben wir noch irgendwas auf der Liste? Ich glaube nicht. Hey. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben 2 Kisten mit Erz gefördert. So, 2 Kisten? Ich brauche aber keine 2 Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Warum er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Wegen Silvestres Schürfstelle. Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Das hab ich früher auch immer. Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Niemand darf gegen Möge Inos ihre Seelen annehmen. Gerade die Schürfer waren gute Männer, ja. Ich habe Markus getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Hätte er doch besser wissen müssen. Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Warum erfahre ich das erst jetzt? Na schön. Ich werde ihm 2 Leute schicken. Keine Ahnung. Verdammt. Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ja, das sind Probleme, die zum Glück nicht meine sind. Gott sei Dank. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hart? Oh, wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Böses im Busch. Was Böses? Böses! Wir können tatsächlich auch noch die Crawler-Plattenrüstung anfertigen lassen. Dafür müssten wir eigentlich nur... Dafür müssten wir nur zu einer bestimmten Person im Minental. Das könnten wir gleich auch mal machen. Lass uns das mal machen. Das ist ganz cool. Was hast du jetzt vor? Bevor wir zu Dio gehen. Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Inos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Ja, verstehe ich. Ich will übrigens Gorn freikaufen. Ich will Gorn freikaufen. Noch ein Mann weniger. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Ja, der hat Vertrauen zu seinen Männern, ey. Am liebsten würde ich ihm das Gold jetzt wieder klauen, aber das ist ja wahrscheinlich nicht möglich. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Das gibt doch nur noch mehr. So, Gerold, komm her. Ich habe hier eine Gorn-Freimachschein. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Ja, per Telefon quasi, ne? Oder Walkie-Talkie. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein Walkie-Talkie unter seiner Schürze hat. Ich kriege jetzt den Schlüssel zum Gefangenenlager und mache selber die Tür auf zum Knast. Das ist ja wohl nicht normal. Ja, Gorn, dann machen wir dann mal hier die Tür auf. Eigentlich können wir überall die Türen schon mal aufmachen. Wir wollen ja überall mal reinluschern. Was ist denn da? Ach, da ist ein Typ drin. Hauptsache, da ist... Lass mich in Frieden, Mann! Der Typ ist eingesperrt und will seine Ruhe haben. Nee, aber, na gut, ich bin ja auch bei der Miliz. Ich meine, da würde ich auch so reagieren, glaube ich. Lass mich einfach in Ruhe. So ein fremder Affe, der dann plötzlich reinkommt und mit mir reden will. Aber dass sie die einsperren, die haben doch Probleme. Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt hätte, dann müsste ich jetzt nicht wieder für die Schweine schuften.
Ja, du hast leider dich schlecht entschieden, mein Freund. Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer, binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache. Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Bist du nicht? Wirkst wirklich ganz normal. So, Gorn. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Traumhaft. Man muss halt echt warten, bis er bei Milton ist, sonst kann man mit ihm nicht reden, wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade. Wenn du das essen müsstest, was sie uns zum Fraß vorwerfen, würdest du auch anfangen, über eine Revolte nachzudenken. Ja, die essen doch selber nichts, Mann. Du bist so dämlich. Ja, Gorn verlässt den Bereich. Mit dem reden wir aber erst, wenn wir wieder zurück sind aus unserem geplanten Tun und Machen. Wo ist jetzt die Crawler-Plattenrüstung, ist die große Frage. Ich bin der Meinung, die ist unten rechts, also da bei diesem Turm. Das können wir mal untersuchen. Das heißt, wir müssten aus der Burg raus und dann müssten wir uns nach... Ah, genau, ich weiß wieder. Nach rechts begeben, so wie eigentlich immer. Nur, dass wir dann diesmal über den Fluss laufen müssen. Über den Fluss laufen müssen und dann so einen Berg hoch. Dann sind wir auch relativ schnell da. Ist da nicht immer ein Ork? Ach doch, ja. Ich wollte gerade sagen, wollen wir den nicht einfach mal umbringen? Damit wir endlich Ruhe haben vor dem, weil das geht mir mal auf die Eier, wenn da dauernd immer jemand die Waffe rausholt. Das ist immer wieder erschreckend. Und wir müssen eigentlich auch mal aufhören, selber die Waffe in der Hand zu halten, wenn wir hier hochlaufen, weil wir immer wieder die Pflanzen nicht einsammeln, die hier rumliegen. Auch die Dunkelpilze und so. Alles, was hier immer so rumlag. Ist ein bisschen kacke. Oh, exakte Heilung. Haben wir mal die letzten Male immer nicht eingesammelt. Läuft bei uns. Läuft bei mir. Ach Gott, das habe ich jetzt leider ein bisschen unterschätzt, dass sie uns so weit sehen. Wir müssen kurz laufen. Gut, sie haben ihre Waffen eingesteckt. Ich will einmal kurz safen. Und dann müssen wir mit Geschwindigkeitstrank da durchlaufen. Das ist halt das Faireste, was wir machen können. Damit wir das Rennen nicht ausnutzen. Wir werden die nicht tot kriegen und da sind sehr viele Gegner. Wir laufen einfach mal mit dem Speedtrank an den vorbei. Wir haben, glaube ich, 1-2 Stück. 3 sogar. 4 Minuten hält er. Oh Gott. Das Einzusammeln mit dem Quick-Loot-Ding ist eigentlich auch Schummelei. Und wenn wir denn da gleich ankommen, müssen wir dann Zeit zur Burg zurück teleportieren. Oh! Alter, war das Fail, ey. Scheiße. Ah, einfach nur Fail, ey. Meine Fresse. Naja, gut. Vielleicht haben wir es verdient. Auf jeden Fall haben wir uns sehr schlecht angestellt. Rennen direkt in deren Arme, ey. Meine Güte, das ist so Panne gewesen. Ich wollte halt luschern, was da ist. Ich wollte sehen, was da ist. Aber das lassen wir lieber. Das ist zu heftig. Das schafft können wir nicht. Da können wir nicht gegen ankommen. Feuerwarane. Alles klar. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Lauf doch! Mein Gott! Kannst du ihn töten?
Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ich kann die besiegen? Er hat den letzten Hit gekriegt. Ein Mist, viel weniger. Schade. Oh, what the fuck. Er kann auf jeden Fall diese tolle Rüstung ein. Wie sieht's aus? Herstellen. Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper, alles, was sonst kein anderer jagen würde. Der Typ ist ein Elitekrieger, ey. Elitejäger. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefangen. Ach nee, stimmt. Er sagt einem nur, dass Wolf das macht. In der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Die ist ganz cool, die Rüstung. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Ja, das sind diese Echsenkrieger. Ist schon belastend, ja. Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Boah, ein Ehrenmann. Ja, wir können die Feuer... Also Drachensnapperhorn ist ganz am cool. Am Stirnansatz des Drachensnappers ist die beste Stelle, ihm das Horn mit einem stabilen Messer aus dem Schädel zu trennen. Und, Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Was willst du wissen? Feuerzunge würde ich, glaube ich, auch nehmen. Ja. Die Zunge von einem Feuerwaran schlägst du mit einem Messerhieb aus dem Maul, während du sie mit der anderen Hand festhältst. Entspannte Härte. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Frag mich das später nochmal, wenn du bereit für sowas bist, okay? Heftig, dass er das so ein bisschen für sich behält, ne? Dass er das nicht teasern möchte. Jetzt können wir beim Feuerwaran diese Feuerzunge nicht rausnehmen. Man kann hier langlaufen? Was? Das war auch, es gab's vorher nicht. Weil wir ihn schon getötet haben. Man muss immer das Wissen schon haben, bevor man die Viecher tötet. Boah, sind da viele Echsenmänner. Was? Und man fällt hier ganz leicht runter. Ei. Naja, aber das soll es auch gewesen sein. Wir werden uns zur Burg gleich zurück teleportieren. Und dann werden wir uns zu Diego begeben. Ich denke, in der nächsten Folge, oder doch, werden wir uns auf dem Weg zu Diego, werde ich die Folge anfangen. Ich glaube ja. Auf jeden Fall ziehen wir uns erstmal jetzt eine ordentliche Rüstung an. Und dann geht das in der nächsten Folge richtig ab. Diego und Bilgot werden aus dem Minental rausgeführt. Das wird auf jeden Fall spaßig. Darauf können wir uns schon mal freuen. Also, wenn es euch auch diese Folge gefallen hat und wenn ihr Bock auf die nächste Folge habt, lasst ihr gerne ein Like da und auch ein Follow, ein Like, ein Abonnement, ein kostenfreies Abonnement. Und ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Ciao!